2 Tage noch bis zur Challenge Rot 2023. Das Stadion steht inzwischen. Gestern sah das noch so ein bisschen anders aus, weil noch übelste Wettervorhersagen für die Nacht im Raum waren. Es ist dann doch etwas harmloser gekommen, als es war. Aber wir wissen inzwischen, für den Renntag soll es richtig, richtig schön werden. Absolut. Ich meine, natürlich haben wir natürlich die normalen Beschwerden, die es immer gibt. Gestern war es zu heiß, heute ist es zu kalt, wir müssen wieder Pullover anziehen. Morgen und übermorgen wird es perfekt, habe ich mir sagen lassen. Morgen, übermorgen wird es perfekt. Ich habe ja noch ein Geheimnis in der Tasche. Es ist ja heute hier offizieller Weltgummibärchentag. Das ist meine dritte Tüte. Ich bin ja selber im Rennen. Von daher werde ich von dem, über das wir gleich sprechen werden, nicht so viel mitbekommen. Es ist unhöflich, vor der Kamera zu essen, aber ich darf den Blutzuckerspiegel nicht so sehr in Kurven auflassen. Also, da musst du mal ein bisschen reden. Hau rein. Ja, genau. Das ist gut mit der Verpflegung. Die brauchst du dann auf jeden Fall. Also bei dir läuft es auf jeden Fall. Bei uns läuft es auch. Wir sind halt voll eingetaucht. Am Donnerstagmorgen geht es los mit den Pressekonferenzen. Alle zerren und zurren an den Profis, wollen nochmal letzte Stimmen haben. Und das ist auch gut so, denn ich finde immer, da kommt noch mal einiges noch mal ans Tageslicht, wie die Stimmung denn dann wirklich ist. Instagram ist nicht alles. Instagram ist nicht alles. Ich muss aber gerade aufklären, die Gummibärchen esse ich, um meine Kohlenhydratspeicher voll zu bekommen und den Darm leer. Das hat sich bewährt. 1 Kilogramm in 2 Tagen, dazu 3 Liter Fanta. Also ich bin im Race-Mode und viele Athleten sind es auch. Wir waren gestern bei der Pressekonferenz. Ganz genau. Wir haben vorhin schon noch mal mit dem Moderator Hadi Töne darüber gesprochen. Es ist eigentlich fast keine Pressekonferenz, sondern es ist mehr eine Pre-Show. Es wird tatsächlich, die Hauptdarsteller der großen Triathlon-Show werden noch mal vorgestellt und jeder da kann dann noch mal die Chance nutzen, sich zu positionieren. Genau, das haben viele gemacht und wir müssen uns ja auch positionieren am Ende unseres kleinen Films heute. Das ist ja der Moment der Wahrheit, der Absolut. Kommt. Aber reden wir erstmal nochmal über diese Pressekonferenz. Es ist wirklich Pre-Show, es ist laut, es gibt Applaus. Ich meine, wo gibt es bei Pressekonferenzen Applaus? Ja, es gibt auch Situationskomik, Gelächter und so weiter. Was ist dir hängen geblieben? Was ist mir hängen geblieben? Also fangen wir vielleicht mit den Frauen an. Da ist mir hängen geblieben, es hatte fast jede der Athletinnen, die da oben saß, irgendwie einen Punkt zu machen noch. Irgendwie so angefangen bei Finella Langridge, die gesagt hat, Taktik ist doch ganz einfach. Als Erste aus dem Wasser kommen und als Erste im Ziel sein. Genau, sie möchte das Rennen von Anfang bis Ende anführen. Genau. Und kann man mal machen. Und solche Dinge bleiben dann einfach hängen. Es ist mit vollem Selbstbewusstsein darüber gesprochen worden, dass natürlich eine neue Weltbestzeit aufgestellt wird. Anne Haug hat davon gesprochen, dass sie fast ihre Hand dafür ins Feuer legen würde. So sicher sind sich die Frauen, dass das hier brutal schnell wird. Und so könnte man einfach weitermachen. Das ist für uns ganz wichtig. Eine wichtige Aussage von Anne Haug war, Alter ist keine, nicht, Ausrede war das Falsche, Alter ist kein Grund, langsam zu werden. Ja. Also, reden. Ja. Das nehmen wir beim Wort. Ja, ich meine, du hast es vorgemacht, jede Langdistanz schneller geworden. Ja, genau, es wird immer schneller, in wahnsinnigen Geschwindigkeiten bin ich unterwegs, da werden wir gucken, wozu du fähig bist. Gut, aber das ist eine andere Geschichte. Bei den Männern fange ich mal an, es waren einige konzentrierte Athleten auf der Bühne plus ein dauergrinsender Sebastian Kienle. Der hat das nochmal so richtig genossen, ja? Ja, es wirkte fast schon so ein bisschen im positiven Sinne altväterlich, dass er sich zurücklehnen konnte, auch tatsächlich das Wort an die jungen Kollegen nochmal gerichtet hat und ihn eingeschärft hat. Nehmt das hier nicht für selbstverständlich. Ja? Die Zeit geht so schnell vorbei. Die wirklich guten Jahre, die er als Profi auf der Langdistanz hat, sind gezählt. Bei ihm läuft die Uhr jetzt ab. Selbst gewählt. Er sagt, es soll das letzte Mal sein hier, den großen Auftritt. Hier hat seine Langdistanzkarriere Fahrt aufgenommen. Hier möchte er sich in Deutschland von dem Publikum auf der Langdistanz verabschieden und danach, also er redet noch nicht von seinem letzten Rennen. Ich glaube, das weiß er tatsächlich wirklich noch nicht so. Er hat sich ja noch den Norseman vorgenommen, wo ich persönlich ganz genau hingucken werde, wie er sich da schlagen wird. Und dann, wo dann tatsächlich das letzte Rennen stattfinden wird, das ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen ein Geheimnis bei ihm. Aber hier auf jeden Fall das letzte Mal die ganz, ganz große Bühne in Deutschland. Es ist auf jeden Fall die letzte Langdistanz in Deutschland und es ist auch seine letzte Langdistanz mit Ambitionen, so ungefähr hat er sich geäußert. Den Norseman, den will er einfach nochmal genießen, aber ich sag mal, da ist das Feld ja auch nicht so dicht wie hier. Nee, aber das ist auch ein Rennen, das nicht zum Genießen geeignet ist, also von daher, ich bin wirklich gespannt, auch sportlich. Ja, das Setup steht. Wir haben die übliche Schwimmstrecke im Main-Donau-Kanal. Wir haben ja das Vergnügen gehabt, Pitt, den Schleusenwärter, kennenzulernen. Und wir sagen mal so, Pitt wird schon dafür sorgen, dass die Age-Grupper mit Neo schwimmen, die Profis aber wahrscheinlich ohne.
Ich war heute Morgen drin, 23,1 Grad war das Wasser warm. Die nächsten Nächte werden zwar etwas kühler, aber ich glaube, wir sind weit davon entfernt, dass es über die 24,5 Grad geht, dass wir Age-Gruppe mit ohne Neo rein müssten. Ja, da findet man hier in der Regel einen Weg. Und ja, es beruhigt die Menschen. Also von daher ist das bei den Age-Groupern gut. Die Profis müssen sich eh drauf einstellen. Und so haben das ist sich, die Grenze 22 Grad. Genau, und so haben sie sich auf der Pressekonferenz auch geäußert. Ich meine, das darf für einen Profi auch keinen Unterschied machen. Und letztendlich, ja klar, die müssen es nehmen, wie es kommt. Aber dieses Szenario haben sie natürlich alle im Kopf. Ja, die Radstrecke ist immer schnell gewesen. Wir sind sie abgefahren, mehr oder weniger komplett, wann waren wir hier, im April, und haben festgestellt, da wird viel gebaut, aber es wurde überall da gebaut, wo die Straße vorher noch nicht gut war. Also das wird ein Bügelasphalt. Absolut, ja, und das wirklich auch für die Athleten auch beruhigend ist, dass das wirklich bis zum letzten Moment auch weitergeführt wird. Überall, wo noch ein Schlagloch gesehen wird, wird nochmal was draufgelegt. Da, wo man in letzter Sekunde nicht mehr nachteeren kann, wird alles angesprüht. Und tatsächlich hat Felix Weichshöfer sich auch so geäußert, dass in der Nacht zum Rennen auch tatsächlich noch Kehrmaschinen fahren und wirklich den, ja, alles vorbereiten. Alles vorbereiten. Ja. Die Laufstrecke ist auch vorbereitet. Die ist unverändert, auch gegenüber den vergangenen Jahren. Außer, dass das Geläuf, wir haben es gestern schon besprochen, fester geworden ist. Im letzten Jahr war es neu geschottert worden am Kanal lang. Jetzt ist es wunderbar glatt, platt getreten. Und ja, es lässt in allen drei Disziplinen auf schnelle Zeiten schließen. Ja, das irgendwo müssen sie ja herkommen, die schnellen Zeiten. Warum ausgerechnet hier? Ja, irgendwie scheint es dann tatsächlich so zu sein, ja, dass es sich einfach dafür eignet, dass es nirgendwo so krasse Hindernisse gibt, sage ich mal, die irgendwo Tempo rausnehmen, die es langsam machen. Mhm. Aber wenn man das geschickt nutzen kann, wenn wir zum Beispiel nochmal zur Radstrecke zurückgehen, da sind langgezogene Abfahrten drin und da muss man natürlich drauf treten. Und wenn man das kann, ja, da kann man was mitnehmen. Wie hat Laura Philipp gesagt, es ist nicht einfach nur irgendwie ein Hin und Her, es ist ein echter Radkurs. Ein echter Radkurs. Ja, die Frauen, da waren wir gerade, die waren sich, glaube ich, relativ einig, wer hier gewinnen wird, muss Weltbestzeit machen. Ja, weil es liegt in der Luft. 8 Stunden, 18 Minuten, 13 Sekunden. Chrissy Wellington ist extra angereist, weil sie gesehen hat, wer hier startet. Und weil sie weiß, dass ihr Rekord fällig wird. Und sie hat gesagt, ich möchte hier sein, um meiner Nachfolgerin an der Spitze der ewigen Weltrangliste meinen Respekt zu zollen. Ja, finde ich einen ganz starken Move, auf dass sie sich ja wieder in der Öffentlichkeit zeigt, der breiten Triathlon-Öffentlichkeit. Und dass es von ihr ausgegangen ist, so hat uns der Veranstalter gesagt, dass sie wirklich gesagt hat, ich geh davon aus, das wird jetzt hier passieren. Interessanterweise scheint sie ja in Jahren davor vielleicht nicht davon ausgegangen zu sein. Aber mittlerweile, und das ist ja auch kein Geheimnis, das sieht man ja an allen Zeiten, ist einfach das Niveau nicht nur von einer Athletin so hoch, sondern wir reden ja von einfach von einer ganz, ja, breiten Spitze, denen das allen zuzutrauen ist. Ja, da müssen wir langsam uns annähern an die Prognose für die Frauen. Ja, gerne. Machen wir. Ich würde es, also vielleicht, um es vorwegzuschicken, mir ist es jetzt einfacher gefallen, als ich noch vor ein paar Monaten gedacht hätte. Oder auch noch. Okay. Ne, weil es kamen dann doch noch ein paar Auftritte, die so einen Fingerzeig gegeben haben. Ob es dann am Ende stimmt, wer weiß das schon so genau. Da müssen wir noch ein paar Stunden warten. Aber irgendwie hat sich das relativ schnell in meinem Kopf formiert. Ja. Darf ich mal anfangen diesmal? Natürlich. Ja. Meine Prognose ist, dass Anna Haug gewinnt. Und zwar, weil sie so perfekt in das Jahr gestartet ist und gesagt hat, sie ist weiterhin topfit, also die hat die Form ihres Lebens. Plus, sie hat die richtige Mischung aus Lockerheit und Nervosität. Gestern, als ich das Interview mit ihr geführt habe, habe ich gesagt am Anfang, Anne, du wirkst nervös. Ja, das kennt man von ihr ja nicht. Ja? Also sie weiß schon, das ist jetzt das Rennen, wo alle drauf schauen und alles, was da irgendwo auf Kanarischen Inseln im Frühjahr war, ist Vorgeschichte. War auch wichtig, gab Punkte und so weiter, alles gut, aber das ist jetzt das Rennen, wo alle drauf schauen. Und ich glaube, Anne bringt die perfekte Mischung mit in den drei Disziplinen inzwischen, aber auch die perfekte Mischung aus Anspannung und Lockerheit. Und zwar eine Lockerheit, die Laura Philipp nicht hat, vielleicht noch nicht hat. Und ich habe so das Gefühl, auf Laura Philipp, wenn man die beiden jetzt beobachtet, auf Laura Philipp lastet ein größerer Druck.
weil sie so dicht dran war an der Bestzeit von Chrissy Wellington und daran gemessen wird am Ironman Hamburg letzten Jahres und weil sie aber auch an der Haut gemessen wird. Und ich habe so das Gefühl, dieses ganze System, Laura Philipp, das ist schon mehr unter Dampf und das ist vielleicht zu sehr unter Dampf. Ja? Ich glaube einfach, gegen die finale Laufstärke einer Anne Haug kann momentan niemand etwas ausrichten. Weder eine Laura Philipp noch eine Chelsea Sodaro die Dritte wird. Ja, guter Tipp. Und ich setze noch oben drauf, alle drei unter 8,15. Gut. Eingebongt. Ich habe ja immer meinen Zettel, ne? Weil nur, es ist nur, wenn man es aufgeschrieben hat, ist es wirklich wahr. Dann kann man halt nichts mehr verändern. Und ich mache es andersrum. Ich gehe mal von hinten nach vorne. Okay. Ich gönne mir dabei. Hau rein. Wir sehen wieder, was wir auch schon mal bei der PTO gesehen haben, ein ganz, ganz enges Duell am Ende zwischen Laura Philipp und Chelsea Sodaro. Und ich glaube, dass diesmal Laura Philipp das für sich entscheidet und Dritte wird. Was ich vorhin meinte mit, es wäre mir schwerer gefallen. Ich glaube, beide in Top-Form, Anne Haug und Laura Philipp, müsste ich, glaube ich, eine Münze werfen. Ich bin mir nicht, das wäre sehr, sehr, sehr schwer, da eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube aber, ich weiß nicht, ist nur so ein Gefühl und auch Laura Philipp hat es ja gesagt, irgendwie sie will ihre Top-Form auf Hawaii haben. Das ist wirklich das, für das, was es um sie geht, ohne dass sie das hier irgendwie nicht ernst nehmen würde, ne? Sondern sie will das, glaube ich, für sich als Gelegenheit nutzen, sich wieder mal von sich selbst überrascht zu werden. Und da war sie immer am stärksten, wenn sie gesagt hat, ich mache jetzt einfach und dann gucke ich mal, für was es reicht. Ich glaube aber, dass die Konkurrenz so unfassbar stark ist, dass es am Sonntag noch nicht für ganz vorne reichen kann. Und das liegt einfach nur an den beiden, die noch davor sind. Das ist die, gegen die ich nie tippe. Das ist Daniela Rief. Diesmal wird es aber auch für sie nicht ganz reichen. Ich tippe sie halt auf den zweiten Platz und damit ist klar, wer Erste werden wird in meiner Prognose. Das ist Anne Haug. Ich kann mir einfach vorstellen, dass Daniela Rief wieder bei ihrer alten Radstärke ist, dass sie einfach alles dafür geben wird, das Rennen zu dominieren, ganz, ganz lange, ganz schnell vorne zu sein. Und ich glaube aber, dass man aufgrund der Stärke, die Anne Haug mittlerweile in allen Disziplinen auch mitbringt und ganz besonders von dieser gefürchteten Laufstärke, von der wir uns ja überzeugen konnten auf Ibiza. Andere Distanz, alles völlig klar, aber bei Anne Haug hat man das Gefühl, es geht immer weiter, 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 so lange, bis man im Ziel ist und wo auch immer dieses Ziel hingestellt wird, so lange wird schnell gelaufen. und das ist einfach, das ist so eine beeindruckende Laufstärke. Ich glaube fast, dass man so viel Vorsprung nicht rausfahren kann im Radfahren. Deswegen mein Tipp, Anne Haug gewinnt. Alter ist weiterhin kein Grund, schnell zu sein. Ja, und das ist ein unfassbares Podium. Vielleicht kommt es auch ganz, ganz anders. Dann werden wir am Ende das auch alles erklären können, wieso der Rennverlauf das genauso hergegeben hat. Ja. Aber das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall wird es unfassbar spannend. Und unfassbar schnell. Ja, und es werden unterschiedliche Drucksituationen entstehen für die verschiedenen Athletinnen. Und man muss Ruhe bewahren, man wird bei sich bleiben müssen. Und ja, wo Fenella Langridge zum Beispiel bleibt in dieser Aufzählung, das werden wir dann sehen. Ich meine, die hat so viele Platzierungen hier erzielt. Wenn sie darauf guckt und ihr das genug Kraft gibt und sie ihre Taktik anwenden kann, denn sie wird sehr, sehr weit vorne aus dem Wasser kommen, ja. Das wird spannend. Ja, schön, ja, gefällt mir. Ja, mir auch. Ja. Wir sollten das häufiger machen. Ja, und dann haben wir die Männer. Auch da nochmal der Blick zurück zur Pressekonferenz. Der Titelverteidiger, der hat mir gut gefallen, Magnus Dittleff. Das erste Mal habe ich ihn interviewt, hier hinten, 10 Meter hinter uns, auf der anderen Seite des Zieltors, als er im letzten Jahr gewonnen hatte. Da war er noch fast verschüchtert. Ja, er ist immer noch einer der Stilleren, aber was er sagt, hat Hand und Fuß und macht Lust aufs Rennen. Ja, ich glaube, was bei ihm besonders ist, glaube ich, ich meine, das sagen ja immer alle von sich, aber bei ihm, finde ich, ist es ganz, ganz deutlich, dass er sich nicht so viel mit anderen beschäftigt, sondern er beschäftigt sich damit, wie kann ich in eine bessere Situation kommen, um Rennen zu gewinnen. Ja, ja, ja. Ja, das ist was vielleicht ganz gut tut, wenn man nicht so viel rechts und links guckt.
Und ich fand seine Geschichte auch, die er erzählt hat, dass er hier letztes Jahr hergekommen ist, ganz alleine. Einfach ohne, ja, ohne Crew, ohne irgendjemanden. Niemand kannte ihn. Niemand hat was erwartet. Ja, niemand, das ja nicht. Also ne, natürlich kannte die Szene ihn schon. Aber wie hat er sich ausgedrückt, wie ein Rennen alles verändern kann. Ja, und das ist einfach für ihn so gewesen. Und jetzt ist er wieder da und steht hier halt als Titelverteidiger und kann diese Rolle auch annehmen, ohne damit nervös zu werden. Ja, und es ist immer noch ein Unterschied, ob die Szene dich kennt oder die Stadt dich kennt. Ja. Ne? Also, ja. Du sagtest, der beschäftigt sich nicht mit vielen anderen. Das tut ein anderer auch nicht. Und zwar Sam Laidlaw. Der beschäftigt sich erst mit den anderen, wenn sie ihn überholen. Und das dauert in der Regel. Wenn die Rennen so laufen, wie er sie schon gezeigt hat. Ja, genau. Also... meine Lieblingsart, Rennen zu gestalten, ja, vorne weg und dann gucken, für was es reicht, kein Taktieren. Sehr, sehr ehrlich. Und das geht dann auch irgendwann mal schief. Das, mhm, das beinhaltet einfach das Risiko des Scheiterns. Und er hat das ja im Vorfeld, wir haben da auch schon drüber gesprochen, auch gesagt, er hat schon Rennen gehabt, wo er super vorbereitet war und dann lief es nicht so gut. Dann Rennen, wo er sich nicht so viel ausgerechnet hat und dann lief es Bombe. Und ja, er ist der Vize-Weltmeister. Das darf man bei allem nicht vergessen. Mhm. Und das kam ja nicht von irgendwoher und die Konkurrenz war nicht weniger stark. Ob er das jetzt hier anbringen kann, das wird die große Frage. Das ist die große, wir kommen ja nachher zur Prognose. Genau. Ne? Ja, ansonsten natürlich noch Patrick Lange mit einer Ansage. Ja, Die Ansage ist nicht neu. Nee, aber ich finde, so nochmal in der aller, ja, Deutlichkeit ausgesprochen, er will hier und nicht irgendwann in der Zukunft, sondern hier am Sonntag ja, den Marathon so schnell laufen wie noch nie irgendwann jemand im Triathlon. 2:30 ist die Marke, die im Raum steht. Mhm. Und ich fand es bezeichnend, er hat es zwar nicht so gesagt, es geht ihm nicht so um Ansagen und hin und her, aber irgendwie war es dann das ja doch, das auf der Bühne zu tun, wenn alle neben einem sitzen und den Konkurrenten ins Gesicht zu sagen, ich laufe so schnell, ich will das machen, ich will euch so unter Druck setzen und ich finde, das ist schon echt eine Ansage, weil ich finde, dass eine Laufansage deshalb so gewagt ist, weil sie ja Schwimmen und Radfahren davor beinhaltet. Das heißt, es kann so viel passieren in einem Rennen und sich dann aber trotzdem im Vorfeld ja diese Sicherheit ausstrahlen zu können, ich traue mich das. Ja. Ja, man könnte ja auch einfach hingehen und sagen, ich überrasche alle einfach damit. Aber zu sagen, ich traue mich das und ich setze meine Konkurrenten damit unter Druck, das ist schon ein sehr, sehr starker Move. Das ist ein starker Move, den habe ich auch berücksichtigt in den Prognosen. Alles, ja, gut. Über wen müssen wir noch reden? Es waren ja nicht mal alle da. Das Feld ist ja so groß, es waren ja noch nicht mal alle da. Ja, nein, natürlich nicht. Also da gibt es natürlich, es gibt auch noch ganz viele Geschichten drumherum. Wir haben natürlich den Abschied von Sebastian Kienle. Wir haben aber auch den Abschied von Nils Frommholt zum Beispiel, der hier 2015 gewonnen hat und der... ja, 2021 hier ein sensationelles Comeback, muss man fast sagen, gefeiert hat, auch wenn danach dann eben nicht mehr die Zeit kam, wo seine Fans gehofft haben, so, okay, das war jetzt der Durchbruch, dieser zweite Platz, jetzt hat er es wieder. Es ist einfach schwierig und ich habe ihn gestern noch kurz gesehen und er freut sich trotzdem, er freut sich hier zu sein, er freut sich, das hier alles nochmal genießen zu können, das irgendwie ins Ziel zu bringen. Sportliche Ambitionen, muss man ganz ehrlich sagen, wie zweiter Platz, Podium und so weiter, das ist alles nicht mehr. Aber das hier zu Ende zu bringen, diesem Rennen nochmal eine Ehre zu erweisen und auch ja, für sich selber nochmal einen Abschluss zu finden, das finde ich auch ganz stark. Wir haben darüber hinaus noch Andy Dreiz, der hier ist, weil er von hier kommt, weil es sein Rennen ist und der ja auch das schon drin hatte, der das Ding schon gewonnen hat und der... ja, auch nicht das einfach so abgeben will, ne? Und sagen irgendwie so, übernehmt ihr jetzt mal hier Rot. Das sind schon alles sehr, sehr spannende Konstellationen mit allen, die da sonst noch so eine Rolle spielen. Ja, ja. Sollen wir so langsam zur Prognose kommen? Das können wir machen. Das können wir machen. Fange ich wieder an? Hau raus. Ich meine, ihr seht, ich bin in Shape, ja. Ich reiß mich ja sonst nicht darum, die Prognosen als Erster abzugeben. Frank hat sich vorbereitet. Aber meine Prognose ist, Sam Laidlaw kommt durch. Der hat auch die Ansage gehört eines Patrick Lange. Und der weiß, was dafür zu tun ist. Das wusste er auch auf Hawaii schon. Der wird sein Rennen einfach von vorne ab gestalten und einen so massiven Druck ausüben, auf die anderen zu reagieren. Und manche können auf dem Rad halt noch nicht so in dem Maße reagieren, wie es ein Sam Laidlaw dort vorgibt. Die müssen dann schon richtig schnell laufen. Und von daher
glaube ich, wird das Rennen in der Dynamik so laufen, einer fährt weg, vielleicht kommt auch noch wer am Anfang mit oder so, aber der Sam Laidlaw zieht das durch und diesmal kommt er durch und da reicht auch der 2:28er Marathon eines Patrick Lange nicht, ihn im Ziel noch abzufangen und Patrick Lange wird sich feiern lassen als der erste Mensch, der auf der Langdistanz unter 2:30 läuft, auf Platz 2 total und Dritter wird Magnus Detlef. Ja, okay. Absolut nachvollziehbares Szenario. Der Zettel kommt zum Einsatz. Und ja, Sam Laidlaw steht bei mir auch drauf, aber hinter ihm steht ein Fragezeichen. Ja, keine Platzierung. Ich habe ihn weder auf 1 noch auf 2 noch auf 3. Und wenn du mich jetzt fragst, warum, kann ich dir das nicht wirklich sagen. Es ist einfach nur so ein Gefühl. Bei mir auch. Dass er möglicherweise, dass irgendwas passiert. Genauso hätte ich ihn auch an die 1 schreiben können. Denn was ich glaube, was ziemlich klar ist, ist, wenn alles normal läuft, in Anführungsstrichen das normale Normal, dann wird er ein sehr, sehr schnelles Schwimmen haben. Dann wird er vielleicht als Erster aus dem Wasser kommen. Da betteln sich noch ein paar andere mit. Aber er wird schnell raus sein und er wird versuchen wegzukommen. Und dann geht es natürlich darum, was passiert dann auf der Radstrecke? Welche, in Anführungsstrichen, legalen Allianzen wird es geben? Was ist mit Magnus Detlef, dem wahrscheinlich besten Radfahrer hier im Feld? Aber auch da dürfen wir nicht vergessen, Sam Laidlaw hat sich den Radstreckenrekord auf Kona ja nicht geholt, weil ihn irgendwie der Wind davon getragen hat, sondern weil das auch ein verdammt guter Radfahrer ist. Fahren die vielleicht sogar zusammen? Vielleicht für ein Stück? Gibt es einen Ausreißversuch? Wen hat Magnus Detlef im Gepäck? Schafft er das, sich abzusetzen, schnell nach vorne zu kommen? Zieht er noch irgendjemanden damit ran? Das sind sehr, sehr spannende Fragen, die letztendlich ja dann in kürzester Zeit entschieden werden auf der Radstrecke, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass uns langweilig wird. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass Magnus Detlef gewinnt. Er wird gut genug schwimmen. Er wird unfassbar Radfahren, denn was er da auf Ibiza abgerissen hat und das geschafft hat, da vorne ranzufahren und in diese Gruppen und auf diesen kurzen Strecken ist das alles auch sehr, sehr viel schwerer. Ich glaube, wenn der hier einmal antritt, dann ist glaube ich, niemand dabei, der da dauerhaft, glaube ich, mitgehen kann. Also wenn ihm das gelingt, er muss es irgendwie schaffen, zu separieren, sehr weit vorne zu sein. Ja, und dann wird es für ihn am Ende reichen, weil er so viel Vorsprung hat, dass ihn niemand mehr einholen kann. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie wird es passieren. Patrick Lange habe ich tatsächlich auf 2. Ich zweifle nicht daran, dass er das kann, wenn er so schnell sagt, wenn er sagt, er kann so schnell laufen, dann wird das schon irgendwie passieren. Aber ob er den Vorsprung, ob er das im Zaum halten kann, diesen Abstand, dafür muss bei ihm auch beim Schwimmen alles klappen. Ist ja auch ein guter Schwimmer. Er muss auf dem Rad auf jeden Fall dabei sein, wenn die Musik spielt. Und ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, dass er auf 2 landet und auf 3. Da habe ich mich fast am schwersten getan mit allen. Und da hätte man auch würfeln können. Namen wie Peter Hemmerich, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, der sensationell Zweiter geworden ist, über den wir so oft sprechen, so wenn es um Platz 3, 4, 5 geht. Da kann er immer landen. Hat auch hier lange Zeit gut schon mitgehalten, 21, und ist dann doch noch letztendlich, hat es nicht zu Ende gebracht. Aber wer weiß, vielleicht bringt er es durch. Was ist mit Joe Skipper? Eine komplette Wundertüte. Ne? Wenn er ein gutes Schwimmen hat, auch fantastischer Radfahrer, noch fantastischer Läufer. Der kann richtig, richtig gut mithalten. Kann er ganz nach vorne laufen, wird man sehen. Ben Kanut, für mich auf der Langdistanz immer noch ein großes Fragezeichen. Ich hätte ihm den Einstieg auch gar nicht so gut zugetraut, muss ich tatsächlich sagen. Aber auch er ist zu einer neuen Größe wieder geworden, nachdem er schon so lange dabei war. Ich habe es hingeschrieben, deswegen sage ich es auch. Ist auch jetzt nicht mehr so schwer. Ich habe Daniel Beckegaard auf der 3, okay, der bisher eine sehr solide Saison gezeigt hat. Und das hört sich so an, als wenn das irgendwie, also nicht despektierlich, sondern ich glaube, das ist für ihn, auch wenn jetzt noch kein Riesensieg dabei war, glaube ich trotzdem der Weg, den er letztendlich durch das Jahr gehen will. Und das ist ein Athlet ohne Schwächen, der ist auf jeden Fall vorne mit dabei beim Schwimmen, ist ein sehr, sehr guter Radfahrer und er ist ein fantastischer Läufer, wie er in Israel gezeigt hat, wo eben, das sagt Björn Geesmann, der Coach von Patrick Lange, halt immer wieder, er sagt,
wenn Patrick an dem Tag nicht so durchgedreht wäre, würden wir immer noch über dieses Rennen von Daniel Beckegaard reden, was einfach unfassbar gut war. Der dann am Ende Zweiter geworden ist, weil Patrick ihn noch überholt hat. Ja, und hier wird Patrick ihn wieder überholen und er wird Dritter werden am Ende. Also 1, 2, 3. Ja, 1, 2, 3. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben ja einen Podcast aufgerufen, dass wir ein Ranking brauchen für unsere Prognose. Das ist jetzt die dritte in diesem Jahr. Grüße gehen raus an Thorsten Radde von TriRating. Ja. Der hat natürlich wieder gleich das perfekte Zahlensystem aufgestellt und an dem werden wir uns messen müssen. Ja, da werden wir dann am Ende zusammenkehren, was da noch über ist von unserer Platzierung und dann schauen wir mal, ob man da noch Punkte bekommen kann. Ganz genau. Ja, ja, es hat mir mal wieder Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und das Schöne ist ja, irgendwann ist die Theorie vorbei. Ja. Irgendwann, ja. Und das ist nur noch ein paar Stunden hin, wenn man so will. Dann werden wir sehen, wie sich alles entwickelt und dann werden wir wieder die Überraschungen sehen, mit denen man nicht gerechnet hat, ja. Und am Ende, ja, müssen wir vielleicht das eine oder andere kassieren, aber vielleicht liegen wir auch mal goldrichtig. Vielleicht liegen wir goldrichtig. Ihr liegt auf jeden Fall goldrichtig, wenn ihr unser Triathlon-Special schon vorbestellt. Das findet ihr auf trimark.de auf der Website im Shop. Das sind nämlich 120 Seiten über exakt dieses Rennen. Ganz genau. Einmal komplett alles über Rot. Genau, das haben wir noch nie gemacht. Ne? Öfter mal was Neues. Ja, wenn schon die Rekorde so purzeln wie hier. Und naja, davon müssen wir uns erst noch überzeugen. Aber wir freuen uns darauf, auf alles, was da in den nächsten Tagen vor uns liegt. Ja, im Print, auf der Website, auf YouTube. Heute gab es noch einen Podcast mit Felix Weixhöfer. Also wir sind im Flow. Ja, wir machen weiter, immer weiter. Und haben natürlich das hier im Blick, bis der allerletzte Age-Grouper hier durch das Ziel läuft mit Fackeln in der Hand und die Lasershow angeht. Wer es tatsächlich noch nie erlebt hat, noch ist Zeit. Kommt nach Rot, guckt euch's an. Aber seid gewarnt, wer sich das hier einmal angeguckt hat, der wird und ein bisschen Ambitionen hat, irgendwann mal eine Langdistanz zu machen, der wird das sehr, sehr schwer haben, von diesem Gedanken wieder loszukommen. Und so vielleicht steht er dann auch montags schon in der Anmeldeschlange. Genau, da nehmen wir dann den Abschluss-Podcast auf, wo wir nochmal das Rennen rekapitulieren. Und da freue ich mich besonders drauf. Jawohl. Also, ein schönes Rot-Wochenende aus Rot. Heute mit Pulloverwetter, am Sonntag wieder mit T-Shirt-Wetter. Alles Gute in die Lande. Und ja, vielleicht sehen wir den einen oder anderen Jahr noch hier. Viel Spaß. Ciao.